bin ein Mensch. Eine interessante Sache ist, dass Ameisen mich lieben. Ich möchte dir die Geschichte von einer jungen Ameise erzählen, die mit mir ausgehen wollte. Zuerst erschien sie mir wie jede andere Ameise. Aber dann öffnete sie ihren Mund und sagte: Ich wusste sofort, dass ich unsere neu gefundene Liebe feiern würde. Also bin ich in mein Zimmer gegangen und habe wie verrückt Luftballons aufgeblasen. Leider bin ich daran gestorben. Und es war ein schmerzhafter Tod. Du siehst, als ich ein Kind war, wurde mir weisgemacht, dass kein anderer auf der Welt sich für mich interessiert. Meine Eltern sagten: Nee, du hast dir gesagt, du bist ein Tod. Nee, du bist ein Kind. Wenn sie das sagten, fühlte ich mich zu Hause. Diese sprachliche Peinigung war leider nicht das Einzige, das sie taten. Sie haben mich auch vergiftet, sodass ich sterben würde, sobald als ich wahre Liebe finde. Ich hatte gehört, dass die einzige Möglichkeit, das Gift unwirksam zu machen, war, 20 orange Luftballons aufzublasen, direkt nach dem Empfinden der Liebe. Wie du siehst, habe ich eine kleine Einzelheit ausgelassen. Pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh, ma douce souffrance. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour?
女士们、先生们，你哋啱啱睇完嘅系一部关于鸡嘅戏剧。咁如果你啱啱坐喺呢度，跟住你唔知道发生咗咩事，你听唔明佢同我啱啱喺度讲乜嘅话，好正常。个原因咧喺云霄之上。咁直白啲咁讲咧，我觉得你听唔到佢话咩好啲，因为如果你知道嘅话，你就知道。 点样去食一个喺彩虹上面嘅派？咁我哋仲有另外一个新闻，啱啱意大利通知咗我哋嘅托马斯巨手陛下，话佢哋将视佢为火星上面最大嘅飞机。咁如果你唔明我喺度讲乜，好冇问题。你上网搜索柠檬派对，打开第一个显示嘅链接。 你就知道我哋喺度讲乜噶啦。咁最后，我想引用一句中国名言：我们喺天堂上嘅父亲。